mehr Deutsche greifen zum Alkohol, weil der Alltag für sie immer härter wird? 30% in Thüringen würden derzeit die AfD wählen. Was steckt da dahinter? Das besprechen wir hier heute bei Viertel nach Acht mit diesen Gästen. Journalist Alexander Kissler wundert sich nicht, dass immer mehr Bürger den Respekt vor unseren Politikern verlieren. Er kritisiert die Infantilisierung und die fehlende Kompetenz im Parlament. Von wegen fehlende Kompetenz. Grünpolitiker Dieter Janicek sagt, die Regierung kann Krise. Dank der heute beschlossenen Gaspreisbremse müsse keiner von uns Angst vor einem leeren Geldbeutel haben. Meine Kollegin Zara Riffler blickt besorgt auf aktuelle Umfragen wie jetzt in Thüringen. Dass 30% die AfD wählen würden, daran sei die Regierung mit schuldig. Viele Bürger fühlten sich abgehängt und nicht gehört. Autor und Produktretter Stefan Schridde warnt, die Industrie verkauft uns immer mehr Schrott. Kaum aus dem Laden ist die Kaffeemaschine schon kaputt. Er verrät uns heute, wie wir wirklich gute Qualität erkennen und ob teuer wirklich immer besser ist. Es ist keine Überraschung. Während der Corona-Krise ist der Alkoholkonsum gestiegen, besonders unter Berufstätigen, wie es eine neue Studie zeigt. Die Mehrheit sagt, sie könne so besser den Stress abbauen. Und auch die Krankentage wegen Alkohol erreichen einen Höchststand während Corona. Trinkernation Deutschland, Frust trinken statt Genuss trinken. Herr Kissler, abschalten mit einem Glas Rotwein. Wird's da schon gefährlich? Ich hoffe nicht, weil ich das sehr oft mache. Also ich komme ja aus der Pfalz, ich trinke gerne Wein. Das gehört für mich auch schon zum Genuss dazu. Aber hier geht es ja, glaube ich, um wirklich schweren Alkoholgenuss, Alkoholmissbrauch teilweise schon. Und bemerkenswert ist natürlich schon, dass es vor allem die Berufstätigen in diesem Falle trifft. Also nicht die jetzt unter den Brücken liegen. Also genau. Die besonders zwischen 35 und 39, da ein Anstieg um fast 89%. Das ist eigentlich ja unsere Leistungselite, ne? Die mitten im Leben steht, vielleicht Familie hat, nicht mehr den ersten Job, sondern den zweiten schon hat, Karriereschritt macht. Ich hoffe halt nur, dass sich hier bei uns nicht diese sogenannte russische Krankheit ausbreitet. Dort trinken sich vor allem die Männer ja wirklich die Birne weg, weil sie das Leben dort nicht aushalten, weil sie perspektivlos sind. Und ich glaube, deswegen muss man diese Zahlen so ernst nehmen. Ich glaube, wer in einer Situation wie jetzt damit nicht fertig wird, dafür habe ich natürlich Verständnis, wenn das dazu einem dauerhaften Gewöhnungseffekt wird, ein Rausch. Wenn ich also sage, ich kann mein Leben nur noch im Rausch ertragen, dann bricht uns wirklich eine Schicht weg, die eigentlich das Fundament unserer Gesellschaft wäre. Herr Janicek, wie ist es in der Politik? Ich habe ein super Zitat mir notiert. Das kommt von Ihrem Parteigenossen Joschka Fischer. Wahrscheinlich kennen Sie es auch, wenn es schon eine Weile her ist. Der sagt, der Bundestag ist eine unglaubliche Alkoholikerversammlung, die teilweise ganz ordinär nach Schnaps stinkt. Je länger die Sitzung dauert, desto intensiver. Ich glaube, dass das in den Zeiten, wo man noch nicht so im Bild war, also jetzt kann man ja alles auf Phoenix anschauen, von bis morgens bis abends noch mehr Gang und Gäbe war, dass dann getrunken wurde auch in den Kneipen und man dann in den Bundestag hineinmarschiert ist und dass einem keinen aufgefallen ist, wenn man dann sozusagen nicht mehr alle Sinne beisammen hatte. Ich glaube, heute hoffe ich zumindest bei den allermeisten Kollegen, dass das verstanden wird, dass das sich nicht ziemt. Und ich will auch sagen, ich trinke auch Alkohol, durchaus auch manchmal vielleicht mehr als ich sollte, aber ich habe schon für mich einen Einstellungswandel vollzogen. Also wir haben halt so eine Kulturnation mit Alkohol in Deutschland aufgebaut. Als ich angefangen habe zu arbeiten, mal bei der Post und später auch beim Bayerischen Rundfunk, da gab es noch Bierautomaten. Dann hat man das zweite Frühstück gemacht mit einem Weißbier. Und heute ist das undenkbar, Gott sei Dank. Also man muss die Leute schon auch aufklären und sagen, es ist nicht unbedingt cool, du brauchst das nicht. Wenn du es machen willst, ist deine eigene Verantwortung. Aber so, dass es so einen kulturellen Zwang gibt. Ich meide zum Beispiel momentan, weil ich, das kriegt meine Arbeit sonst nicht hin, meide momentan Zusammenkünfte, wo man Alkohol trinkt. Die gibt es ja hier im politischen Berlin jeden Abend. Und ja, vielleicht nach der Sendung mal doch mal ein Bier. Aber dann ist auch gut. Ja, also das muss also, man kann sehr viel trinken, wenn man möchte, jederzeit. Und das ist verlockend. Das ist verlockend. Und viele sagen, die Krankenkassen haben jetzt echt Alarm geschlagen. Ja. Sie brauchen das, um den Stress abzubauen, um den Alltag zu vergessen. Machen Sie sich da Sorgen, dass die Menschen so unter der Krise leiden, dass das im ernsthaften Problem ist? Ich mache mir schon Sorgen, dass die Leute nur noch negative Nachrichten sehen. Und es war jetzt auch ein schweres Jahr mal wieder. Ich meine, das ist jetzt mit dem Krieg, mit den Energiepreisen, mit der Inflation. Auf der anderen Seite sind wir ein Land in hohem Wohlstand. Wir müssen auch wieder ein bisschen mehr über die positiven Dinge reden, die es auch in diesem Land gibt. Ich fand gestern Wolfgang Schäuble sehr gut bei Lanz, der auch mal gesagt hat, also er kennt jetzt 50 Jahre Bundestag und es ist nicht die schlimmste Zeit, die wir in der Nation erlebt haben. Wir hatten auch schon andere Zeiten. Und, das hilft natürlich den Menschen nicht, wenn man im Rückblick war es noch mal schlimmer. Das hilft natürlich denen, die jetzt da vor dem Winter. Ich arbeite daran, dass ich den Leuten Mut mache und nicht Angst mache. Und das müssen vielleicht ein paar mehr machen, ja. Aus dem Handwerk, Herr Schridder, da gehört es ja auch, wir haben es gerade gehört, das Weißbier oder das Bier, das schon im Kasten eigentlich bereitsteht, da gehörte das ja auch lange Zeit dazu, auf einer Baustelle oder im Betrieb. Hat sich das auch so verändert wie im Bundestag?
Ist jetzt nicht ganz die Welt, wo ich rumlaufe, aber die Handwerker, die ich kennengelernt habe, passen nicht mehr zu diesem Klischee. Mhm. Also ich glaube, das ist das Erfreuliche, dass wir heute sowohl unter Jugendlichen als auch unter Erwachsenen auch eben Gegenentwicklung halt feststellen. Alkoholmissbrauch ist immer ein Zeichen für das, was nicht richtig läuft. Und ich glaube, was wir dabei sehen müssen, ist Einsamkeit. Ja. Viele Menschen sind entweder mit sich selbst einsam. Corona. Und die Zahlen kommen direkt aus der Krise. Oder sie sind in Gruppe einsam. Das finde ich eigentlich viel schlimmer, nicht? Dass Menschen eigentlich in diese Situation hineinkommen, dass sie dann miteinander zusammen sind, aber eigentlich sehen, dass einer gerade wegbricht. Ja? Also wenn man unter seinen Kollegen sieht, dass einer nicht mehr nur den Genuss hat, nicht? Den pfälzischen Weingenuss, sondern sich nur noch die Dröhnung gibt und selbst Chefs nicht mehr sehen, dass alles komplett schief läuft, das macht mir doch schon Sorgen. Ja. Trotzdem muss ich das mal sagen, oder als Bild zu bleiben, etwas Wein ins Wasser zu gießen. Also man hat ja auch Umgang ab und zu mit Parlamentariern und spricht ab und zu auch mit denen. Es ist jetzt nicht so, dass der Bundestag zur alkoholfreien Zone geworden ist. Nee, ist es nicht so. Nee. Die Belastung dort ist sehr, sehr hoch. Was es gut oder schlecht macht, ist erstmal wurscht. Die Arbeitsbelastung ist enorm hoch. Es ist ein totaler Stressjob. Und sehr viele davon trinken auch. Einige zu viel, einige normal, einige gar nicht. Aber der Griff zum Alkohol ist also jetzt im Bundestag alles andere als verpönt. Das heißt ja auch, wie viele Kilo bist du schon im Bundestag? Also das gilt dann nicht die Jahre, sondern die Kilo. Und wenn man da mal reinkommt, Gummibärchen, schlechtes Essen, fettiges Essen und Alkohol. Und der Alkohol noch dazu. Und der Alkohol, das kann man nur sagen, muss man vorwarnen. Und die Leute auch, die neu reinkommen, die es noch nicht so kennen, darauf aufmerksam machen. Ja, Wolfgang Kubicki, der sagt auch, man bekommt als Politiker, Zara, ständig was angeboten. Also gleich ein Sektempfang in der Früh, irgendwann gibt es ein Bier, dann gibt es auch noch einen Schnaps. Es geht die ganze Zeit so weiter. Es gibt aber auch einfach viele Dinge, vielleicht, die man sich fast schon schön trinken muss. Das Interessante ist ja auch an dieser Studie, dass die schon quasi 2011 begann. Mhm. Also eigentlich eine Krise nacheinander, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Corona-Krise, Energiekrise, der Krieg. Also jede Krise ist eine Krise für uns Menschen zu viel, vor allem die auch berufstätig sind und sowieso schon unter gewissen Stress leiden im Alltag. Und anscheinend ist es gar nicht mehr zu stemmen in diesem Dauerkrisenmodus, in dem wir uns befinden. Und ich frage mich auch, ehrlich gesagt, ob das die richtige Zeit ist, auch demnächst Cannabis zu legalisieren, wenn wir solche Studien haben, in dem immer mehr Menschen gezielt aus der Realität verschwinden wollen, aus dieser immer krasseren Realität, in der wir uns befinden. Ich meine, was für Bilder wir auch immer sehen aus dem Ukraine-Krieg, für schreckliche Bilder oder woanders auf der Welt. Es ist ja nicht nur so, dass wir in Europa Krieg haben und Probleme haben. Und ich glaube, diese krasse Kriseneinwirkung wirklich führt dazu, dass immer mehr Menschen sich immer mehr weg von der Realität flüchten wollen. Zum Beispiel mit Cannabis, das Ihre Partei legalisieren will. Ist das ein guter Zeitpunkt? Ich glaube, dass es richtig ist, weil die Menschen Cannabis sowieso konsumieren. Das machen sie halt jetzt illegal hier in Berlin oder in München, wo ich herkomme. Und es ist besser, diese Substanzen zu kontrollieren, vielleicht auch zu besteuern, Aufklärung zu machen, als diesen Schwarzmarkt zu haben, der ja dann auch die Cannabis mit anderen Drogen vermischt. Das ist immer das Argument, aber ich finde jetzt gerade im Zusammenhang mit dieser Studie, wo man sieht, dass es offenbar schon den Drang gibt, den Stress loszuwerden, den Stress irgendwie abzubauen, dass man da nach Mitteln und Wegen sucht. Das würde aber auch bedeuten, das könnte sich ja auch auf Cannabiskonsum ganz anders auswirken als erwartet, wenn die Menschen genau so derzeit mit ihren Alltag. Also es löst halt das Problem nicht, dass ich Leute habe, die Drogenkonsum nicht beherrschen können. Und manche in seinem Lebensweg hat diese Zeiten vielleicht auch schon erlebt. Und ich glaube, ich würde sogar sagen, eine Cannabis-Droge dann, die kann gut konsumiert sein, indem man sie halt milde anwendet. Man kann sich das aussuchen. Man muss ja auch nicht einen Schnaps trinken, sondern ein Bier oder ein alkoholfreies Bier. Und so ist es halt beim Cannabis dann auch. Erfahrung damit gemacht. Ich habe schon Cannabis geraucht und ich würde mich auch wahrscheinlich sogar etwas wegbewegen vom Alkohol, wenn die Cannabis-Legalisierung kommt. Ja. Aber das ist meine persönliche Aussage. Aber das ist ja jetzt interessant, weil wenn Sie ja eigentlich so für Cannabis sind und Cannabis legalisieren wollen, wenn man solch eine Studie betrachtet, dann schaffen die es ja auch irgendwie, ist es ja angeblich dann auch legitim quasi und verharmlost ein bisschen die Droge Cannabis, die ja auch viele Nebenwirkungen hat und auch eine Einstiegsdroge ist, auch ein für andere Drogen, die härter sind. Ja, aber es ist halt bei Alkohol, wenn wir gerade in so einem Zustand sind, wo wir uns alle mehr von der Realität wegflüchten. Aber wenn wir das vergleichen, und wir wollen ja nicht Alkohol verbieten in diesem Land, aber Alkohol ist nochmal die deutlich gefährlichere Droge im Vergleich. Ja, es kommt ja eine neue Droge dann dazu, die man braucht. Dann wechseln wir dann nicht etwas. Es gibt ja auch eine Gleichberechtigung, die wir anstreben wollen. Ja. Also wir haben ja gerade gesehen, Sie haben berichtet vom Genuss des Weins. Und deswegen werden Sie ja nicht zum Weinalkoholiker, wenn Sie ihn genießen. Nein. Und die Leute, die jetzt in diesen Alkoholmissbrauch reinkommen, haben wir ja gerade gesehen, dass nicht der Alkohol die Ursache ist, sondern der Stress im Job, die Überlast.
die Vereinsamung, die völlige Überforderung. Nicht? Und wenn man dann sagt, ja, dann sollten wir den Alkohol verbieten, sage ich, ja, damit löst du das Problem der Überforderung nicht. Nicht? Dann gehen die Leute nur nach Hause und sagen sich, ja, was mache ich jetzt? Nachher werden sie vielleicht aggressiv. Aber es ist halt auch so ein kultureller Druck. Sehr oft, du gehst irgendwo hin und dann, wenn du keinen Alkohol trinkst, wirst du schon blöd angeschaut. Das ist ja selbst in der Arbeitswelt manchmal so. Das ist der Punkt von dir natürlich nicht verkehrt, dass man sagt, soll man jetzt einfach die Summe der verfügbaren Rauschmittel erhöhen. Das würde ja geschehen, wenn man Cannabis frei geben würde. Ich bin da auch zwiegespalten. Als liberaler Mensch würde ich sagen, warum sollen Erwachsene das nicht machen? Aber in der jetzigen Situation noch eine Droge, die auch Suchtpotenzial hat, sagen ja auch Ärzte, freigeben, halte ich jetzt doch schon für sehr riskant und ich bin mir nicht sicher, ob das schon alles letzter Hand abgewogen ist. Herr Schrille, interessant, was Sie auch gerade sagten, das Problem quasi von der anderen Seite einmal beleuchten, eher an die Ursachen zu gehen, zu sagen, woher kommt der Stress, woher kommt die Unzufriedenheit, woher kommt vielleicht oft auch die Aussichtslosigkeit, das sehen wir jetzt, Zara, in einer Umfrage aus Thüringen mit erschreckenden Zahlen. 30% würden die AfD wählen. Und du sagst, die Regierung, die trägt da auch mit Schuld dran. Dein Thema. Ja, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Energiekrise. Wir leben wirklich in ein Krisenjahrzehnt nacheinander. Und eigentlich müssen die Politiker, vor allem die Regierungspolitiker, die Bürger ernst nehmen, ihren Sorgen auffangen. Und genau das, finde ich, ist in den letzten Jahren nicht passiert, seit 2015 bis heute. Besonders in der Corona-Pandemie hat man das gesehen, als Menschen, die Skepsis hatten, was ja erstmal legitim ist, sofort als Querdenker pauschal verurteilt wurden und an den Rand gedrängt wurden, bis hin zu in die Hände von Extremisten geschubst. Genau das ist so passiert. Man konnte das beobachten. Und jetzt gibt es neue Wahlumfragen in Thüringen. 30% würden die AfD wählen. Das ist erschreckend. Und auch in Sachsen, die neuesten Umfragen gehen auch darauf hinaus, nähern sich an die 30% seit September. Und das ist die Quittung davon. Und wir stecken jetzt wieder in einer neuen Migrationskrise, die teilweise auch gar nicht so benannt wird. Und es trifft besonders wieder Sachsen und Thüringen und das stärker als 2015, wenn man sich die Zahlen wirklich anschaut. Die Kapazitäten werden knapp und man hat das Gefühl, die Politiker nehmen das nicht ernst. Von Beginn an hat unsere Bundesinnenministerin gesagt, wir hätten keinen Kontrollverlust. Und eigentlich dieses Herunterspielen zieht sich bis heute fort. Und das sehen wir dann in den Wahlergebnissen, wie wir es jetzt haben, erschreckend. Zara, also du sagst, die Regierung hat eine Mitschuld, hört nicht richtig zu, kümmert sich nicht um die Sorgen der Menschen? Man hat es ja gesehen, zum Beispiel während der Corona-Pandemie, dass die Menschen erstmal Skepsis hatten, besonders in den Ländern wie Thüringen und Sachsen, die ja historisch besonders sensibel vorgeprägt sind. Das muss man ja auch so sagen. Und da gab es halt sofort die Zurufe von Menschen, die auf die Straße gegangen sind, ganz schnell, ja, das sind ja alles Querdenker, die sind alles rechts. Und man hat diese Menschen damit erst recht an den Rand gedrückt. Und ähnlich ist es eigentlich mit der Flüchtlingskrise gewesen seit 2015, in der wir immer noch stecken und die auch gerade steigt, wenn man sich die Zahlen anguckt. Zum Beispiel, wenn Morde passiert sind, wie wir es jetzt auch in Innerkirchberg sehen, von einem Asylbewerber mutmaßlich aus Eritrea, zum Beispiel Priorisierung stattfinden. Also solche Morde werden dann weniger von der Regierung thematisiert als zum Beispiel rechtsextremistische Taten. Und diese Priorisierungen, diese Politik auch des Verschweigens und Tabuisieren von wichtigen Debatten, die in der Mitte stattfinden müssen, führt natürlich dazu auch, dass gewisse Leute dann die AfD wählen, weil die AfD diese Themen, die ja auch heiß sind, diese Themen, muss man ja aufpassen, das muss man stark differenzieren, für sich vereinnahmen können und die Menschen zu sich bringen. Herr Janicek, Ihre Partei regiert mit. Verliert man zu sehr die Sorgen der Menschen aus den Augen? Haben Sie eine andere Erklärung für die Zahlen? Also es ist richtig, dass man die Probleme so benennen muss, wie sie sind. Und es ist auch richtig, dass in der Pandemie zu viel Ausgrenzung stattgefunden hat gegenüber Menschen, die Maßnahmen kritisiert haben. Ich habe das selber ein Stück weit erlebt, weil ich die Maßnahmen gegenüber Kindern sehr stark kritisiert habe, war dann schnell im Querdenkerlager, wo ich absolut nicht hingehöre. Trotzdem muss man auch sehen, historisch gesehen, Thüringen ist ein Land, das komme ich dann doch mal in die Geschichte rein, das erste Land damals auf dem Weg zur Machtergreifung. Es gab Demokratiefeindlichkeit, Einstellungen auch schon seit langer Zeit, die gibt es dort. Und da kann ich dann auch nicht sagen, ich habe alles Verständnis, dann einfach auch schlecht. Da muss man dann auch mit Aufklärung und mit Gesprächen reingehen und manchmal auch sagen, stopp halt, die Mehrheit sieht es dann doch anders. Was jetzt den Fall in Illerkirchberg angeht, aber unsere Staatssekretärin Ekindelig ist mehrere Tage vor Ort. Sie kennt sogar die Familie persönlich. Also wir haben uns da schon auch direkt gekümmert. Was hat denn Olaf Scholz gesagt zu dem Mord?
Er hat dazu sich nicht geäußert, ja, in der Öffentlichkeit. Also das Staatsoberhaupt quasi von Deutschland hat sich dazu nicht geäußert. Ja gut, die Frage ist, äußert er sich zu jedem Mord oder macht das bei anderen? Ja. Ja, also das weiß ich nicht. Ja. Also das ist ja ein sehr furchtbarer Mord gewesen, den hat ganz Deutschland bewegt. Also wenn da nicht unser Bundeskanzler etwas dazu sagen muss, dann weiß ich auch nicht. Aber ich kann nicht für ihn sprechen, ich kann nur sagen, dass wir das schon thematisiert haben. Wir hatten das nicht nur, also wir haben das nicht nur bei den Regierungsparteien, wir haben das auch lange gehabt bei der vorherigen Regierungspartei CDU. Eine Volkspartei, die auch hätte die Bürger auffangen müssen. Und sie hat lange Themen, zum Beispiel Integrationspolitik-Themen, lieber der AfD überlassen, weil sie Angst hatten, dann als rechts zu gelten. Und deswegen wurde ganz lange auch keine Debatte aus der politischen Mitte geführt. Und das merken natürlich auch die Bürger und das spüren sie. Und gerade wenn jetzt zu der Zeit der Asylbereich steigt an den Grenzen und Ukraine schon seit Juni übrigens runtergeht und ganz stark der Asylbereich steigt, dann kommen da natürlich Fragen auf und das spiegelt sich in den Wahlergebnissen wieder. Herr Gisler, zerbröseln bei uns die großen Volksparteien? Befürchten Sie, dass es in Deutschland einen Rechtsruck geben könnte, so wie wir es in anderen europäischen Ländern sehen, beispielsweise in Italien? Ja, mittelfristig kann man nichts ausschließen. Kurzfristig sehe ich das nicht. Das sind jetzt Umfragen vor einer Landtagswahl, die in anderthalb Jahren sein wird, glaube ich, oder noch weiterhin. Aber bundesweit sieht es auch nicht gut aus. 15,5% hat da die AfD. Ja gut, das ist Demokratie. Ich würde sagen, Parteien, die nicht verboten sind, die darf man auch wählen. Also man könnte sich jetzt auch über 27% für die Linkspartei in Thüringen echauffieren. Mache ich auch nicht. Da würde ich sagen, warten wir mal die Wahlen ab. Aber wo sie natürlich schon einen Punkt macht, und das ist, glaube ich, schon eine Verantwortung, die der jetzigen Ampelregierung auch zukommt und vor allem den Grünen und der SPD, dass sie abweichende Meinungen zu schnell diffamiert einfach. Also wer sagt, ich will über die Migrationskrise sprechen, der wird doch sehr schnell als Ausländerfeind geframed, diffamiert, denunziert. Wer sagt, wir haben eine Migrationskrise, der wird als jemand diffamiert, der sagen will, wir müssen uns abschotten, vielleicht Grenzanlagen bauen. Also wird wahnsinnig übertrieben mit den Diffamierungsoperationen von Seiten der Grünen, von Seiten der SPD, statt zu sagen, wir sind dafür die Leute vor Ort. Wir gehen dahin, wir schauen uns das an. Wir wollen auch nicht, dass dort Verbrechen passieren. Warum sind die passiert? Das müssen wir aufklären. Und nicht zu sagen, da reden wir jetzt erstmal nicht drüber. Mhm. Willkommenskultur ist uns vielleicht wichtiger als innere Sicherheit. Der Eindruck wird vermittelt. Frau Faeser war bei diesem Anschlag auf ein Flüchtlingsheim in Norddeutschland, der sich danach als Brandschatz, glaube ich, herausgestellt hat, ohne politisches Motiv. Da war sie am nächsten Tag. Jetzt hat sie dort einen relativ formalhaften Tweet abgesetzt. Das war es dann aber auch. Es war im Bundestag kaum Thema bei den Regierungsparteien oder nur im Nebensatz. Und das merken Leute natürlich mit. Deshalb stehen wir jetzt nicht hier vor einem kompletten Kippen des Systems. Überhaupt nicht. Aber wenn immer mehr Leute den Eindruck haben, ich erlebe diese Wirklichkeit auf den Straßen, in den Großstädten, in meinem Dorf, und dann sagt mir die Politik, ach, ist gar nicht so schlimm. Wir finden neue Unterkunftsmöglichkeiten. Im Übrigen bleiben wir ein willkommenes Land für alle Menschen, die zu uns kommen wollen. Dann klafft einfach diese Lücke zwischen einer Wahrnehmung der Realität vieler Bürger und den Parolen der Regierenden. Und wenn diese Lücke immer größer wird, dann kann irgendwann auch mal unsere Demokratie ins Rutschen kommen. Herr Janischek, wie plant die Regierung, diese Lücke zu schließen? Sie haben selbst gesagt, Diffamierung, das große Wort, Sie gerade auch benutzt haben, haben Sie erlebt in der Corona-Krise, als Sie eine andere Position eingenommen haben, sogar von der eigenen Partei. Muss man sich zum Beispiel da entschuldigen? Würde es helfen, wenn man sich entschuldigen würde für die Fehler in der Corona-Krise? Könnte das helfen, diese Lücke ein bisschen mehr zu schließen? Das Problem mit der Corona-Krise ist, dass ja fast keine Mitte mehr zu finden war in der Diskussion. Und auch diejenigen, die dann gegen die Maßnahmen protestiert haben, viele von ihnen, würde ich sagen, haben völlig überzogen in der Haltung, dass es dann nur noch um Freiheit ging, gar nicht mehr um Schutz oder nur um Schutz und nicht um Freiheit. Das ist ja völlig unterkomplex. Und ich glaube, wir sind da alle traumatisiert als Gesellschaft. Und es wäre in der Tat gut, wenn auch diejenigen, die für sehr strenge Maßnahmen waren, und jetzt auch der Bundesgesundheitsminister ja mal zugegeben hat, dass Kitaschließungen, und da kann man auch ehrlich gesagt auch sagen, gleich Grundschulschließungen, keine Superspreader-Events waren und auch falsch waren, dass man immer sagt, ich bin da falsch gelegen und ich entschuldige mich dafür, anstatt zu sagen, das ist jetzt so und ich hätte es damals besser wissen können oder nicht. Ja, also, das ist eine Frage von Debattenstil. Jetzt, was Herr Kissler gesagt hat, ich würde die Realität nicht ganz so beschreiben wie Sie. Haben wir jetzt wirklich in ganz Deutschland gravierende Probleme im Bereich einer Migrationskrise? Immer mehr still, nicht überall. Wir haben natürlich Herausforderungen. Wir müssen auch die Themen ein bisschen trennen. Also wir haben natürlich, übrigens Westbalkanroute, ein Thema, da sind wir auch selber unterwegs und sagen, wir wollen, dass da was passiert, dass nicht mehr Leute noch zu uns kommen. Das ist auch auf Haltung der Regierung. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Fachkräftezuwanderung. Und es ist völlig klar, dass wir als Bundesrepublik Deutschland nicht ohne Zuwanderung unseren Wohlstand halten können. Und die Wirtschaft ist da mit uns auf einer Seite. Also wir werden auch Leute
mehr brauchen. Wir brauchen auch eine andere Willkommenskultur, dass Leute sich auch willkommen fühlen. Es wandern viel zu viele Leute ab, ja, auch aus Deutschland. Und es gibt Kriminelle, aber es gibt auch deutsche kriminelle Leute. Es gibt ja, nicht nur Menschen. Die bekommen doch momentan, die Fachkräfte bekommen wir doch gar nicht. Deutschland ist für Fachkräfte kaum attraktiv. Warum kommen die nicht? Ja. Deutschland ist attraktiv momentan für Leute, die die Sozialleistungen jetzt so schätzen müssen, weit über Gebühr. Und das ist schon ein Problem. Und die Grünen und die FDP, die Grünen und die SPD vor allem, haben, finde ich, keinen scharfen Blick auf die Schattenseiten der Migration, die es eben auch gibt. Nicht nur, aber die gibt es doch auch. Ich kann doch nicht sagen, jeder einzelne Mensch, der hier kommt, ist eine Bereicherung. Natürlich nicht. Er kann es sein, er muss es aber nicht sein. Es kommt ja nicht eine moralische Bestenauslese zu uns. Und das wird aber immer vor diesen scharfen Befürwortern dieser Willkommenskultur so vertreten, dass man auf jeden Menschen dankbar sein müsse. Und das ist einfach nicht. Ich würde das nicht so sehen, dass wir das so sagen und auch nicht, aber Sie sehen das anders. Das ist okay. Wir sind ja auch ein bunt gemischtes Land. Also ich kenne in meiner Verwandtschaft auch Menschen, wo ich sagen würde, okay, das würde mir die Willkommenskultur vielleicht schwer machen. Das ist aber nicht, weil er aus dem Ausland kommt, sondern es gibt halt schwierige Menschen, gibt nicht schwierige Menschen. Ich will Ihnen was erzählen, was mir heute passiert ist in dem Zusammenhang, was mir viel mehr Sorgen dann macht. Ich saß einen Kaffee trinkend in so einem Geschäft. Und dann kam ein älterer Herr und wollte sich dazusetzen. Und dann saß aber da ein bisschen weiter weg ein Mensch, war jetzt unklar, Syrer. Und der saß so vor seinem Handy, laut am Reden, hat sich mit jemandem unterhalten. Ja, und dann sagte er, während er wollte sich da überlegt, ob er sich zu mir setzt oder wo er sich jetzt hinsetzt, weil da war es halt laut. Und dann sag ich, wollen Sie sich zu mir setzen? Sagt er, nee, auch nicht. Und dann macht er folgenden Scherz, sagt er, naja, man weiß ja auch nicht, ob der nicht ein Messer in der Tasche hat. Da sitzt ein Mensch in einem Café an einem Tisch und redet vielleicht etwas laut. Und das Einzige, was ihm als älterer Mensch durch den Kopf geht, ist, man weiß ja nicht, ob der ein Messer in der Tasche hat. Und ich fragte ihn nur, wie kommen Sie denn auf die Idee? Und er sagte, hier in Berlin hat es 7 Messermorde gegeben. Ich meinte, müssen wir mal rechnen, wie viel Verkehrstote es gerade gegeben hat. Aber seine Wahrnehmung der Welt ist von Medien geprägt, um mich herum laufen messerschleifende Ausländer oder sowas. Na, da geht natürlich eine Überforderung. Trauriges Beispiel, ne? Auch, wenn sowas passiert. Ja, und Herr Schritt, ich will einmal noch kommen zu einer weiteren Sorge, die, glaube ich, viele gerade jetzt quält. Steigende Gaspreise, dann ab Januar der Ölpreis. Viele schauen in ihren Geldbeutel und sagen, puh, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir hier durch diesen Winter kommen. Wie real ist diese Angst für Sie? Für mich gar nicht. Ich lebe sehr sparsam. Also das ist aber mal gute Nachricht. Ich bin bei Energiewerke Schönau. Die sind in Strom sehr günstig. Sie haben aber auch keine 4 Kinder, oder? Nein, nicht. Ich habe 2 Kinder. Ja. Wenn meine Tochter da ist, wird es ein bisschen wärmer gemacht. Die braucht es ein bisschen wärmer. Aber wenn ich dann die alten Menschen sehe, die überall sind, dann freue ich mich, dass ich in einer der günstigsten Wohngenossenschaften in Berlin untergekommen bin, die also bei knapp 6 Euro kalt liegt in Berlin, wo Studenten 400 Euro für 10 Quadratmeter zahlen müssen. Das ist super für Sie, aber ganz viele haben halt reale Probleme, haben wirklich Angst. Insofern bin ich dann nicht betroffen, weil Sie mich jetzt direkt fragen. Weil ich Sie jetzt persönlich gefragt habe. Aber Sie kennen diese Ohnmacht und diese Angst in Ihrem Umfeld. Und wenn ich dann geplante Obsoleszenz sehe, ja, und ältere Leute, denen sozusagen die dünne Rente durch vorzeitigen Verschleiß aus der Tasche gezogen wird, die sich dann sagen, ich weiß ja gar nicht, wo ich den nächsten Fernseher herkriegen soll, und die Wohnung wird auch immer kälter. Das macht mir natürlich extreme Sorgen. Da kommen wir ja gleich. Das ist gleich Ihr großes Thema. Und da hoffe ich mir auch ein paar gute Tipps, wie man da überhaupt vorgehen kann und aufmerksam sein kann, damit man quasi nicht irgendeinen Schrott kauft. Weihnachten steht ja auch vor der Tür. Deswegen, aber Sie sagen, wir kommen gut durch diese Krise. Sie sagen, all die Menschen, die sich fürchten, die jetzt in ihren Geldbeutel schauen, die wirklich Sorge haben, sagen Sie, sie können alle aufatmen? Ich glaube schon, dass wir jetzt eine ziemliche Stabilität reinbringen für die VerbraucherInnen. Also wir haben die Strom- und die Gaspreisbremse heute beschlossen. Das heißt, das sind fixe Preise. Ja. Wir haben auch entlastet dieses Jahr 95 Milliarden in 3 Paketen, das insbesondere an die Haushalte geht, die geringe Einkommen haben oder gar keine Einkommen. Also da ist was passiert, dass Leute verunsichert sind und dass es immer auch Härtefälle gibt. Das ist so, das muss man sich dann im Einzelfall nochmal anschauen. Aber die Sorgen, die man haben konnte noch vor 3 oder 4 Monaten, die sind so nicht eingetroffen. Und wenn es notwendig ist, werden wir auch im kommenden Jahr weiter entlasten. Das muss einfach gemacht werden. Ehrlich gesagt, ein Problem, was wir haben, wir können das nicht machen, was die Amerikaner machen können, nämlich einen direkten Scheck mal an die Leute geben, eine Direktauszahlung zu machen, weil wir die Digitalisierung in Deutschland nicht vorangetrieben haben. Deswegen mussten wir jetzt ein sehr komplexes Gesetz mit einer Strom- und Gaspreisbremse machen, also so eine direkte Entlastung dann auch gezielt an Menschen mit geringem Einkommen. Da wollen wir gleich nämlich noch im Detail eingehen, aber es klingt bei Ihnen zumindest so, es ist alles gut. Herr Kissler sieht es ein bisschen anders. Der glaubt nämlich, dass folgende Videos, die wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen wollen, keine Sorge, nicht von Ihnen. Oder sind Sie auch auf TikTok?
dann müssen wir das ja gleich nicht. Mal hier auspacken. Nein, bin ich noch nicht. Nein. Dass die bei der Bevölkerung bei Twitter, ja. eher noch ja, irgendwie zu Misstrauen führen. Schauen wir einfach mal rein. Ich fühle mich jetzt fast so, als müsste ich jetzt auch so moderieren, damit ich auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unterhalte. Aber jetzt mal ernsthaft, Sie sprechen von der Infantilisierung der Politik. Wenn man sich so auf TikTok, in den sozialen Medien darstellt, das ist für Sie ein Grund zu sagen, irgendwie haben die sie nicht mehr alle. Naja, auf Baustellen gibt es ja oft das Schild, Eltern haften für ihre Kinder. Wer haftet allerdings für Erwachsene, die sich wie Kinder aufführen? Oder schlimmer noch, für Erwachsene, die andere Erwachsene wie Kinder behandeln. Und damit willkommen auf dem Spielplatz der Berliner Republik. Dort grassiert nämlich neben anderen Viren auch das Virus der Infantilisierung. Wir haben Videos, auf denen wir haben Beispiele gesehen, sogar selbst die Bundestagspräsidentin Frau Baas sich also wie eine Comicfigur zum Affen oder zur Äffin macht. Wir haben Fotos, Videos von der bisher jüngsten Bundestagsabgeordneten Frau Vester von den Grünen, die also tanzt. Wir hatten eben gesehen, die grüne Landtagsfraktionsvorsitzende Frau Schulze, die also mampfend, lachend, giggelnd durch die Fraktionsklausursitzung in Bayern führt. Wir haben sogar einen Bundeskanzler, der spricht, als wäre er der Schiffsschaukelbremser am Hamburger Rummel, wenn er von Bazooka spricht, von Wumms und Doppelwumms. Und gleichzeitig werden die Bürger von diesen kindlichen Erwachsenen ihrerseits wie Kinder behandelt. Also wir haben für 30 Milliarden wird uns erklärt, wie wir Energie sparen sollen. Der grüne Ministerpräsident sagt, nimm doch mal einen Lappen, vielleicht auch einen trockenen Duschen, muss nicht sein. Also wir haben leider Gottes beides Politiker, die sich in einer sehr ernsten Lage wie Kinder verhalten, meinen dadurch auch Sympathiepunkte zu bekommen. Aber ich würde sagen, wichtiger ist Kompetenz als diese kindlichen Sympathiepunkte. Und wir haben gleichzeitig eine Regierung, die uns alle wie Kinder behandeln will. Und mit diesen beiden Formen von Infantilisierung muss Schluss sein. Ein Königreich für etwas mehr Reife. Fassen wir einmal zusammen, wir haben vorhin drüber gesprochen, früher gab es Trinker im Parlament, jetzt gibt es Tanzvideos. Dann kann man eigentlich sagen, naja, was ist daran so schlimm? Naja, schlimm ist zunächst mal, ich will ja gar nichts verbieten. Ich bin ja dafür, dass die Leute auch Freude haben bei ihrem Tun, dass sie lachen. Ich lache ja auch selber. Die Frage ist doch Auslachen immer, in dem Fall. Ja, nein. Ich lache über mich selber. Ich lache über mich. Okay. Keine Sorge, können Sie jeden fragen. Ja, aber die Frage ist doch immer, wie tritt man in die Öffentlichkeit und wie habe ich auch noch ein Rest von Ahnung, was das Hohe Haus, so heißt ja das Hohe Haus, bedeutet. Und dann macht dort Frau Baas irgendwie witzige Figuren und Frau Vester mit zwei anderen jungen grünen Bundestagsabgeordneten tanzt irgendwie herum. Es wird die Stimme verfremdet. Wir müssen nur auch schauen, das ist würdevoll dort. Wir vertreten, oder die Abgeordneten vertreten das Volk, den Souverän, dem sie ihre Macht verdanken. Es sind sehr ernste Zeiten. Wir müssen direkt uns unterhalten, aber doch nicht bitteschön wie die Kindsköpfe. Was hat denn das für eine Folge auch für die Gesellschaft, wenn man sagt, an der Spitze ist es gut, dich kindisch zu geben, also praktisch dich dümmer zu machen, als du bist. Wir müssen doch nach oben schauen. Wir müssen versuchen, klug zu sein, erwachsen, heiter auch, gelassen, aber doch nicht als Kindsköpfe. Das sind leider Gottes auch die Grünen, nicht nur, aber auch die Grünen vorne mit dabei. Ich würde sagen, liebe Leute, ein bisschen mehr erwachsen sein, im Umgang nach außen zeigen. Es ist schön, erwachsen zu sein. Und da steckt ja auch der Kern noch Ihrer Kritik drin, ein bisschen mehr Kompetenz. Absolut, ja. Weil natürlich in dem Moment, in dem ich sehr stark auf eine emotionale Ebene agiere, auf eine sympathisch wirkende, lustige, giggelnde, mampfende Art, wie das Frau Schulz vielleicht gemacht hat, dann habe ich natürlich gar keinen Raum, in dem Moment einen Kompetenzdiskurs zu führen. Man sagt, das ist lustig, der eine regt sich auf, der andere klatscht, aber es werden ja gewissermaßen Energiereserven, die man für die Kompetenz bräuchte, abgeräumt. Wie kann ich jemanden so wirklich ernst nehmen, wenn mir so jemand, dessen Video ich im Kopf habe, nicht mehr rausbekomme, der wird mir jetzt erklären, dass in ganz, ganz ernsten Zeiten, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen und danach sehe ich dann, wie er sich irgendwie lustig macht über die Würde, die ihm zugefallen ist. Wie gesagt, gute Laune, Heiterkeit ist nicht verboten, aber bitte nicht so infantil. Und das Stichwort Kompetenz, Herr Janicek. Wir haben viele auch, die überhaupt keine Berufserfahrung mehr haben, die nie im Job waren, die vielleicht auch gar nicht studiert haben, die sofort in die Politik reinrutschen. Ist da manchmal zu wenig Kompetenz, um diesen Job auszuüben? Sehen Sie es auch? Ja, ich denke, dass es schon ein Anrecht ist zu sagen, eine Berufsausbildung ist was Vorteilhaftes oder ein Studium. Wir haben natürlich auch gerade bei den nicht akademischen Berufen ein Defizit und Absolut. Jemand, der ein Handwerk ausübt, erzieherischen Beruf. Keiner, oder? In Ihrem Handwerk?
Wie viele Handwerker sind in Ihrer Fraktion? Ich glaube, wir haben zumindest eine, die Handwerk macht, aber es ist nicht eine Handwerkerin, haben wir, glaube ich, nicht. Offiziell keine. Im Bundestag weiß ich es nicht, wie viele es gibt, aber wenige. Das ist ein Beispiel. Das ist ja nicht nur bei den Grünen so, in der Tat. Was jetzt das Verkaufen von Politik angeht, am Ende muss jeder seinen Weg selber finden. Ich finde, ein bisschen Freude und von mir aus auch tanzen ist okay. Man muss halt immer auch den Zeitpunkt für diese Botschaften überlegen. Ich selber mache es seit einiger Zeit anders oder vielleicht eigentlich schon länger. Wir haben geguckt, also auf TikTok finden wir sie nicht und auf Instagram sind jetzt auch eher. Ich habe sogar mal auf Facebook einen Kommentar mich entschuldigt und gesagt, ich habe eigentlich momentan keine Zeit, Fotos zu machen. Ich schreibe jetzt einfach Plain Text rein, weil ich finde, dass der Einfluss der sozialen Netzwerke insgesamt negativ ist auf die Politik. Also es ist zu viel Inszenierung und es ist dann in der Tat auch ein Verlust von Substanz. Und es werden dann allerdings auch die Umgangsformen in den sozialen Netzwerken, das werden Sie auch alle wissen, sind so schlecht geworden in den Jahren jetzt, dass ich langsam nicht mehr weiß, wo befindet sich da eigentlich dann die Diskursebene. Ja? Mhm. Ich meine, ich habe früher, noch jünger war als heute, man hat doch aufgeschaut nach Berlin, zum Bundestag, zum Reichstag. Das waren doch also Legenden, die dort arbeiten. Die haben unsere Sache mitverhandelt. Und jetzt werde ich tagtäglich, ohne dass ich es suchen würde, aber einfach wenn man ins Netz geht, wird man zugeschüttet mit Videos von Bundestagsabgeordneten, die einfach offenbar das gar nicht so ernst nehmen, was sie da tun. An wen denken Sie da? An Adenauer, an Strauß? Naja, so alt bin ich jetzt auch nicht, an Adenauer und Strauß denken. Nein. Aber einfach früher, ich bin ja mit Helmut Kohl und Helmut Schmidt, oder? Helmut Kohl. Jetzt haben wir es. Aufgewachsen. Und es hatte auch etwas mit Würde zu tun und mit Würde des Amtes zu tun und der Repräsentanz des Staates und der Gesellschaft, der wir ja angehören. Ich will doch nicht von Kindsköpfen vertreten werden. Und es kann mir auch keiner sagen, 20-Jährige oder 22-Jährige, die jetzt im Bundestag sind, würden für ihre Generation sprechen, wenn sie sich besonders infantil geben. Also es gibt doch auch ernsthafte 22- und 23-Jährige. Warum gehen die so stark mit dieser Message raus? Haben wir jetzt auch Emily Wons, die jüngste, 22 Jahre alt, jetzt Heiko Maas geht raus, sie geht rein. Sagst du, Zara, da wird jetzt junge Generation abgeholt, endlich frischer Wind? Ja, also ich bin ehrlich gesagt skeptisch, ob jetzt die jungen Generationen da die meiste Kompetenz mit reinbringen sollen. Aber was so interessant ist, wir hatten ja am Anfang die Alkoholstudie, jetzt haben wir diese infantilen Politiker, die eigentlich auch so TikTok-Politik machen und in dieser Social-Media-Blase sich irgendwie auch von der Realität wegflüchten wollen. Also sie tun das auch, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, die Politiker tun das auf eine andere Art und Weise, sich auch von der Realität wegflüchten zu wollen. Das sieht man auch dann in der Politik, wenn es heißt, wir haben keinen Kontrollverlust an den Grenzen, wenn das heißt, wir haben kein Stromproblem, wenn das heißt, es gibt keine Insolvenzwelle. Also diese realitätslose Politik ist dann am Ende auch dieses Produkt davon. Ja. Herr Schritte, wie sehen Sie das? Wir haben gerade gehört, wenig, bei den Grünen keine Handwerker beispielsweise. Wünschen Sie sich mehr Pragmatiker, mehr Menschen mit Erfahrung, mit Berufserfahrung in der Politik? Also erstmal glaube ich, dass Politik auch ein Handwerk ist. Nicht überall, wo ein Hammer in die Hand genommen wird, ist Handwerk. Ja? Also die Zunge kann auch sowas wie ein Hammer sein. Nicht? Und dann würde ich mir wünschen, Sie haben ja gerade, Herr Ritzis, also ein paar Leute angesprochen, nicht, die wir von früher kennen, aber die haben wir ja heute auch alle. Vielleicht sehen wir sie so, nur einfach nicht mehr. Wen sehen Sie da so? Wen haben Sie da im Kopf? Die haben wir heute auch alle. Würde ich jetzt gar nicht sagen können. Jetzt ja, Herr Haier, wollte ich mal sagen, genau, die Kindsköpfe auch, hatten wir sofort. Nee, gar nicht so sehr deswegen, sondern weil mir viel wichtiger ist, dass wir heute noch eine andere Politik auf der Straße haben. Nicht? Also wenn sowas wie Luise Neugebauer auf die Straße geht oder Greta... Luisa Neubauer. Ja, also wir erleben einfach eine politische Landschaft, die viel breiter geworden ist, die sich auch unterschiedlich darstellt. Ja, was Sie mit Würde des Amtes gerade kommunizieren, ist ja eher etwas, was wir aus den 50ern, 60ern kennen. Überall, die Institution muss eine Würde haben. Als Demokratie sind wir doch stolze Demokraten, da brauche ich ja auch eine Würde. Ihre Sicht ist ja auch in Ordnung. Ja, klar. Nee. Also ich glaube, eine lebendige Demokratie braucht auch Lebendigkeit. Wenn die dann manchmal aus dem Rahmen schlägt, mag das alles sein. Aber das würde ich jetzt nicht so als Engpass sehen, sage ich mal. Viel schlimmer finde ich es tatsächlich, das, was wir schon angesprochen haben. Wir kommen in eine Zeit der Krisen hinein. Wir sind schon mitten in Zeiten von Krisen. Das heißt, wir brauchen vielleicht auch Heiterkeit. Vielleicht brauchen wir bessere Heiterkeit. Wir brauchen klare Sprache. Ja. Aber wir brauchen keine klare Sprache, die mit Würde daherkommt, sondern die mit klarer Sprache, leicht verständlicher Sprache daherkommt, die Leute mitnimmt, die sie an Bord holt.
Wenn das mit Lachen passieren kann, ist das gut. Ich vermisse mehr Humor in der Politik. Also ich könnte mir, also was wir von Joschka Fischer oder so ich noch gekannt haben, ja, so nach dem Motto, mal ein bisschen humorvoll über die Stränge schlagen, das könnte uns, glaube ich, gut tun, damit wir auch mal Dampf ablassen können. Humor ist ja gerade erwachsen. Das wäre mein Kritikpunkt, dass wir nicht bei Humor sind, sondern bei oberflächlicher Ulknudelei. Und das ist schon ein großer Unterschied. Ich bin sehr für Humor, ich bin für Witz, wie gesagt, für Heiterkeit, Gelassenheit, alles da. Ja, aber über Weinsorten kann man aber auch streiten, nicht? Das sagt einer, ich mag lieber den trockenen Wein, ich mag den ganz süßen Wein. Sie sprechen jetzt davon, ich hätte lieber nur Eiswein vielleicht, ja, und was soll der trockene der Thurgau hier aus dem Würzburg oder ich was? Ich sag mal, bei dem Social Media ist ja, man muss ja auch nicht alles angucken, kann man ja auch gar nicht und deswegen ist es ja immer so eine Frage, Sie die man selber entscheidet. Ja. Dagegen entschieden. Was geht Ihnen durch den Kopf? Wir hatten ja jetzt gerade ein paar Bilder gezeigt, da waren viele Parteikolleginnen dabei. Denken Sie dann, oh Gott, ist es albern? Oder denken Sie, so neumodisches Social-Media-Zeug ist irgendwie nicht mein Ding? Oder denken Sie, sollen die mal machen? Aber ich mache, Sie haben sich ja bewusst auch dagegen entschieden, jetzt nicht? Ja, ich habe früher auch schon Gitarre gespielt auf Social Media und mal irgendwie im Wahlkampf was gemacht, was ich ein bisschen lustiger aber fand, würde jetzt authentisch. Ihr Berater sagen, ach, jetzt machen wir doch mal so ein TikTok-Video? Nee, ich habe für mich das Gefühl bekommen in der Zeit, ich bin jetzt 9 Jahre im Bundestag, dass das eine hohe Ernsthaftigkeit braucht in der Kommunikation. Mhm. Und ich lieber dann, wenn ich bei Facebook zum Beispiel schon nur noch die älteren Leute, kann man sagen, die jüngeren sind da gar nicht mehr unterwegs, was reinschreibe, was dann 5000 Leute lesen, dann bin ich da stolz drauf. Und wenn ich ein Bild habe, ist das schön, ja, aber das ist ja nicht mein Ziel. Also ich möchte ja mit dem Inhalt gesehen werden. Nichtsdestotrotz verurteile ich das nicht. Also ich kann nachvollziehen, wenn andere das anders machen. Ich persönlich schaue mir das ehrlich gesagt gar nicht an, weil ich interessiere mich nicht für Instagram groß. Ich bin da dort, aber ich kommuniziere rein in den Raum. Ich nehme da nicht teil. Ja. Ich verstehe halt nicht, um das nur einmal noch zu sagen, warum eine Bundestagspräsidentin wie Frau Baas, das ist, glaube ich, Nummer 2 oder 3 im Staat, Nummer 3, glaube ich, was die meint, ihrem Amt, ihrer Wahrnehmung, ihrer Partei, sich selbst gut zu tun, wenn sie sich hier zum Bugs Bunny macht, bei einem Instagram- oder TikTok-Video. Sie hat es dann wieder zurückgenommen danach, hat gesagt, es war ein Fehler. Aber was denkt man denn in dem Moment, wo man sagt, das mache ich, das ist gut, das zahlt in irgendeiner Weise auf mein Konto, auf mein Amt, auf mich persönlich ein. Das verstehe ich. Ich glaube, es gibt ja so eine Diskussion, dass man die jungen Menschen erreichen kann, nur mit solchen Bildern. Das ist aber die Frage, ob das nicht eine Geringschätzung eigentlich der jungen Generation ist, zu sagen. Ja, die schauen sich jetzt nur so TikTok-Videos an, wo Leute irgendwelche Kunststücke aufführen und das ist dann Politik. Aber Ehrlichkeit halber, ein Teil davon erreicht natürlich auch über solche Formate. Das ist auch die Kritik ist ja auch wichtig. Ja. Wir brauchen Mut zum Experiment. Experiment, ja, das finde ich gut. Nicht? Auf der anderen Seite auch Kritik an dem misslungenen Experiment. Ja. Unterschätzen die Politiker vielleicht da manchmal auch die Wählerinnen und Wähler? Also dass man mit Gixi Gaxi, so würden Sie es wahrscheinlich nennen, wirklich jemanden erreichen kann, überzeugen kann? Ja, es geht natürlich schon um Aufmerksamkeit, auch um Leute zu erreichen. Die Frage ist, wie weit gehe ich und wen erreiche ich damit? Mhm. Und möchte ich bestimmte sogenannte politikferne Zielgruppen erreichen? Also man ist es ja mehr eine Belustigung als wirklich Politik. Also aber es ist ja eigentlich nur Unterhaltung. Also machen jetzt die Politiker Unterhaltung. Also dafür haben wir sie, glaube ich, nicht gewählt. Und gerade die großen Parteien sollten sich eigentlich auf ernste Themen konzentrieren, wo wir gerade auch gesagt haben, was für Krisenzeiten wir leben. Und ich finde das auch ganz interessant. Die Grünen sind ja eigentlich so die moralischste Partei in dem Bundestag, was auch gar nicht so schlecht ist bei vielen Themen. Gerade wenn es zum Beispiel um Iran geht. Aber wenn es dann um TikTok geht, ja, also wo wir sagen, das ist eigentlich eine Überwachungstechnik gewissermaßen von China, dann ist es dann plötzlich egal, obwohl da gerade eine Covid-Diktatur herrscht und Menschen in einer Art von Konzentrationslager, die Uiguren, drin sind. Also da ist dann die Moral auf einmal nicht da und dann ist man dort kindisch auf einer China-App. Also ein Risiko haben wir ja noch gar nicht angesprochen, was man tatsächlich sehen muss, weil Sie jetzt China sprechen. Ne? Weil wer sich so auf Medien zeigt, muss natürlich, also wenn ich mir dann überlege, jetzt kommt nur dieses Bild vielleicht in Chile plötzlich auf dem Flimmerkasten, guck mal, was in Deutschland los ist. Visitenkarte. Dann merkt man schon so, nee, liebe Leute, dann wird schon schwierig. Ne? Also das will man dann vielleicht auch nicht. Also wir leben heute in einer Medienwelt, wo es viele kaum noch kontrollierbare Kanäle gibt. Und da muss man natürlich schon gucken, mit welchem Content fülle ich den. Herr Gissler, was denkt da das Ausland über uns? Würde ich jetzt unseren Beitrag einmal quer durch die Welt verteilen? Ich würde sagen, auch den Deutschen kann es ja gar nicht so schlecht gehen, wenn die für so eine Albernheit Zeit haben. Offenbar haben die dort noch furchtbar viel Spaß und gar nicht allzu große Probleme. Das muss dieser spezielle deutsche Humor sein, den sonst keiner versteht. Ich denke, das wird man da denken. Ich würde es auch nicht jedes Einzelne zu hochjatzen, aber
Aber die Grundtendenz ist einfach, dass wir Gefahr laufen, ich habe darüber ja auch ein Buch geschrieben, dass wir Gefahr laufen, nicht das Reife, sondern das Unreife aufs Podest zu stellen. Also der gute Mensch ist der, der möglichst ungefiltert seine Emotionen rauslässt, der kindisch ist, der sich nicht reflektiert, der schnell beleidigt ist, schnell Emotionen von anderen provoziert, aufnimmt und auch wieder herstellt. Und das, finde ich, haben wir als Gesellschaft eine Gefahr, wenn wir sagen, das Reife ist nur das Saturierte, das wollen wir gar nicht, das ist irgendwie würdig, das ist verstaubt. Anstrengend. Genau. Und stattdessen einfach emotional raushauen, Emotionen hervorrufen, das Kind gewissermaßen auch im Erwachsenen zum Vorbild erklären. Als gesellschaftliches Leitbild habe ich damit ein großes Problem. Es ist, ist ja auch gar nicht so, dass das so wertgeschätzt wird. Man kann ja auch zu Schulklassen gehen oder in soziale Einrichtungen, mache ich oft. Und dann die Schülerinnen und Schüler, die wollen auch eine ruhige Sprache und die wollen jetzt nicht, dass ich vor denen ein Kunststück aufführe. Also es ist vielleicht auch ein falsches Bild einfach von der jungen Generation. Aber da würde ich Sie auch fragen, weil Entschuldigung, ich kann mit dem Namen immer so Sie sprachen vorhin, oder Sie sprechen ja mit sowas an wie eine Kultur der Würde. Und dann würde ich aber sagen, dazu gehört aber auch eine würdevolle Willkommenskultur. Und die haben Sie vorhin eher in Frage gestellt. Wir sollten nicht jeden ins Land reinlassen. Aber also Menschenwürde, ist doch... Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Okay, dann können Sie das jetzt, vielleicht habe ich das ja missverstanden. Das ist jetzt ein bisschen polemisch, wie Sie mich dazu rechtfertigen. Deswegen frage ich Sie. Ich will ja nichts behaupten, sondern ich frage. Nee, ich teile Ihnen mit, wie ich es verstanden habe. Also sind wir alle für eine Willkommenskultur, die angemessen ist. Nicht? Also wir brauchen... Genau, für eine angemessene Willkommenskultur. Das ist ja diese... Aber nicht pauschal, das war mein Punkt. Nicht jeder Mensch, der auf welchen Pfaden auch immer nach Deutschland kommt, tut uns gut. Das habe ich gesagt. Und da lege ich auch Wert drauf, dass man nicht sagt, jeder Einzelne ist automatisch, weil er aus einem fremden Land kommt. Das ist ja fast eine Binse, oder? Aber bei den Grünen muss man da manchmal noch ein bisschen arbeiten, dass diese Binse sich durchsetzt, auch in den Parteiprogrammen und in Reden. Würdevoll heißt natürlich, jeden Menschen seine unverlierbare Würde zugestehen und die auch wertzuschätzen. Das ist doch völlig klar. Ja. Aber das heißt nicht, die Augen verschließen vor Problemen, die uns auch unter dem Überschrift Willkommenskultur teilweise, ich sage es nochmal, teilweise behandelt werden. Ja. Haben wir das geklärt? Ganz kurze Pause jetzt hier bei 7:45. Die Grünen, die Regierung verspricht uns, im Winter werden wir nicht frieren. Das schauen wir uns genauer an, gleich nach einer kurzen Pause hier bei 7:45. Bis gleich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu 7:45. Wir haben viel Gesprächsstoff. Ach, muss das wirklich sein? Das ist doch völlig realitätsfern. Ich finde diese Debatte unheimlich wichtig. Vielleicht muss ich doch in die Politik gehen. Ich möchte, dass wir unser Land nicht ruinieren. Ganz richtig, was die Frau Wagenknecht sagt. Ehrlich gesagt ist das fast totalitär, was Sie da fordern. In der kurzen Pause haben Herr Glöckler und Herr Broder sich optisch ein bisschen angepasst. Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig Stadt haben, wir haben zu viel Stadt. Wissen Sie, wenn die alle wegfallen und wir uns gegenseitig in Berlin-Mitte Cappuccinos verkaufen, das funktioniert nicht. Dann ist mit Wohlstand oder ist alles Essig. Als freiheitsliebender Mensch würde ich sagen, das muss jedem erlaubt sein. Wenn ihr Opfer und Entbehrungen von Menschen in unserem Land fordert, dann müsst ihr bei euch anfangen. Da muss doch was machbar sein. Ich finde aber diese ganze Debatte, die wir auch führen, auch ein bisschen verrückt. Das ist nicht aufgearbeitet und das müssen wir noch machen. Und das ist leider Gottes auch ein Punkt, über den wir reden sollen. Lange hat die Politik damit gerungen, seit heute ist sie durch, die Gas- und Strompreisbremse. Viele sollen entlastet werden, auch rückwirkend bereits. Warum wir diesen Winter nicht frieren werden, das sagt uns jetzt Dieter Janicek, Ihr Thema. Es gibt am Jahresende jetzt auch ein paar gute Nachrichten. Das war ein wirklich schwieriges Jahr. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der leider noch andauert, hat dafür gesorgt, dass die Energiepreise explodiert sind. Es war eine hohe Unsicherheit bei Ihnen als VerbraucherInnen, aber auch bei vielen Unternehmen. Und jetzt haben wir heute, glaube ich, was Wichtiges geschafft, nämlich dass wir bis zu 200 Milliarden Euro bereitstellen als Bund mit den Ländern gemeinsam, um eben diese hohen Preise abzufedern auf der Strom-, auf der Gasseite. Die zweite gute Nachricht ist, wir werden auch Versorgungssicherheit hinkriegen diesen Winter. Das war nicht selbstverständlich. Wir haben volle Gasspeicher, die jetzt langsam übrigens beginnen, sich zu leeren. Aber da wir auch Energie einsparen, was sehr wichtig ist, werden wir das diesen Winter schaffen. Und wir werden auch dauerhaft wieder günstigere Preise kriegen. Also das Thema Inflation packen wir an und wir werden das auch in den Griff kriegen. So, das klingt erstmal nach einem guten Versprechen. 200 Milliarden werden Schulden gemacht. Das sind Schulden, die aber notwendig sind, weil ansonsten einfach viele VerbraucherInnen jetzt in dieser kurzfristigen Krise, die ja sehr heftig ist, sozial mächtig unter die Räder geraten werden. Und für manche ist es immer noch schwierig, das weiß ich auch. Aber ich glaube, wir haben jetzt viel getan mit Entlastungspaketen, insbesondere auch für die unteren Einkommen. Und für die Unternehmen ist es wichtig, dass sie wieder Planungssicherheit haben. Und das haben sie mit dem heutigen Tag.
Nichtsdestotrotz ist die Krise nicht vorbei. Wir werden auch weiter Energie einsparen. Das hilft uns auch, die Preise weiter zu senken. Wir werden das Angebot ausweiten bei Gas, bei den erneuerbaren Energien. Das heißt, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Strategie jetzt für die nächste Zeit. Aber entscheidend ist natürlich, dass wir uns ja jetzt auch raus, nicht kaufen, sondern rausfinden, indem wir die erneuerbaren Effizienzeinsparungen, die neuen Technologien jetzt ganz konsequent auf den Markt bringen. Herr Gessler, Sie sitzen schon auf heißen Kohlen. Darf man das in dem Zusammenhang überhaupt noch sagen, auf heißen Kohlen? Ja. Also geht die Politik hier wieder mit so einem Gießkannenprinzip vor? Ja, ganz Deutschland sitzt zurzeit auf heißen Kohlen, weil ohne Kohle wäre es kalt zurzeit, muss man ganz klar sagen. Und die verteufelten fossilen Energiestoffe, gegen die ein kleiner Kreuzzug von Grünen und anderen geführt wird, wäre es momentan kalt. Momentan retten uns Gas und Kohle, muss man einfach so sagen, ist momentan so. Ich habe jetzt nicht bis in die letzte Verästelung die heutigen Gesetze durchgelesen, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass jemand, der sich eigentlich auskennen muss, nämlich der BDI-Präsident, Bund Deutscher Industrie, gesagt hat, mit dieser Regelung lässt man uns, die Unternehmen, nämlich im Regen stehen. Ich darf mal wörtlich zitieren, das ist von heute: Die Politik legt mit ihrer Ignoranz gegenüber den betrieblichen Realitäten die Axt an die Grundpfeile des Standorts Deutschland. Das sagt Siegfried Russwurm, BDI-Präsident, der eingebunden war in die Vorbereitungen der Energiekommission und dem heute wirklich der Kragen geplatzt ist. Der gesagt hat, es ist zu bürokratisch, die Unternehmen wissen nicht, wann kriegen sie es, sie wissen nicht genau, wie sie es beantragen. Es gibt eine Kappungshöchstgrenze, man muss vorher schon nachweisen, dass man 40% Umsatzeinbuße haben wird. Wie soll das denn gehen? Also zu spät, zu wenig, zu bürokratisch. Er ist völlig verzweifelt. Und das ist zunächst mal eine Stimme. Ich kann mir das jetzt nicht alles eins zu eins zu eigen machen. Aber diese Stimme muss man doch ernst nehmen. Und es spricht für mich jetzt nicht für gutes Regierungshandeln, dass man nach langen, langen Verhandlungen mit einem Ergebnis heute vor das Hohe Haus geht, dort die Mehrheit bekommt und jemand, der daran beteiligt war, wie der BDI-Präsident, sagt danach, alles Murks. Also warum ging man da nicht mehr auf ihn ein? Warum hat man das nicht vorher schon berücksichtigt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der BDI-Präsident das alles erfunden hat, was ich da zitiert habe. Können Sie gerne direkt darauf eingehen? Ja, ich war sogar gerade beim BDI vor dieser Sendung. Also dort eine Veranstaltung gemacht. Das trifft sich gut. Das passt ganz gut, auch genau zu diesem Thema. Und kann Ihnen sagen, dass die Stimmung nicht so ist, wie er sie schildert. Natürlich sind Unternehmen nicht zufrieden, wenn sie groß sind. Dann müssen sie jetzt sehr viel Geld kriegen, dann auch auf Boni und Dividenden verzichten, auf der Vorstandsetage. Das findet nicht jeder toll bei Herrn Russwurm, aber ich finde, das ist auch ein Preis, den man zahlen kann, wenn man 50, 100 oder mehr Millionen Euro dann Zuschuss kriegt nächstes Jahr. Ansonsten kann ich sagen, wir haben ein Problem, was noch nicht endgültig gelöst ist. Das ist diese Obergrenze. Also es gibt halt ein paar Konzerne, chemische Industrie insbesondere, die würden auch gerne eine halbe Milliarde Euro in Anspruch nehmen von den Zuschüssen, wenn sie nicht eh schon wieder auf dem Markt einkaufen können. Nämlich manche schon, Strompreise sind gesunken. Und das ist ein Problem, was wir noch mit der europäischen Ebene endgültig klären müssen. Ja. Also das, aber Sie sehen kein Stromproblem, kein Gasproblem, nein, kein Ölproblem ab Januar. Es hängt wirklich davon ab, dass wir jetzt weiter Energie einsparen. Und man muss auch sagen, jetzt haben wir sehr kalte Tage gerade. Da verlieren wir an einem Tag bis zu 1% vom Gasspeicher. Das muss man ganz klar sagen. Die Privathaushalte, also, die Bösen, sparen nicht genug, meinen Sie das? Nein, die tun ziemlich viel. Also ich glaube, viele haben diese 19-Grad-Regel, die bei uns auch zu Hause gilt. Jetzt in den Häusern, wer es nicht macht, zahlt dann halt mehr. Aber ich glaube, es wäre wünschenswert. Und wir wissen jetzt einfach von den Planungen her, wir haben ein LNG-Terminal, das jetzt am Sonntag eröffnet, in Rekordzeit eröffnet. Das wünsche ich mir übrigens dann auch für den Windkraftausbau. Und wir haben jetzt Einsparungen 20-25% in der Industrie gesehen. Wenn wir das beibehalten, werden wir nach den Zahlen, die wir kennen, durch den Winter kommen. Und dann müssen wir natürlich nächstes Jahr die Gasspeicher wieder füllen. Und dann mit Insolvenzen leben müssen? Die Insolvenzwellen zeichnen sich bisher nicht in der Form ab. Ehrlich gesagt sehen wir die nicht in dieser Form momentan. Es gibt sicherlich einzelne Betriebe, die zu kämpfen haben. Aber im Wesentlichen sehen wir momentan sogar konjunkturell wieder leichte Aufschwungtendenzen. Konsumklima ist gut. Also wenn es gut läuft, kommen wir nicht mal in der technischen Rezession im nächsten Jahr. Herr Kissler, ist das so? Sie wiegen schon den Kopf hin und her. Naja, ich habe jetzt auch keine Glaskugel, aber man kann ja schon... Man kann zumindest die These vertreten, das möchte ich jetzt mal machen, dass man in diesem harten Winter sieht, dass der Traum der Energiewende zum Albtraum der Deindustrialisierung führen kann. Wir haben jetzt unvorhergesehene Faktoren, das ist doch völlig klar, Ukraine-Krieg etc. bestreitet niemand, aber wer sagt uns, dass das nicht auch in 4, 5, 6, 8 Jahren nochmal kommt? Sie haben jetzt die Windräder angesprochen, deren Ausbau vorangetrieben werden soll. Wir hatten die letzten Wochen, konnte man den offiziellen Daten entnehmen, viele, viele Stunden tagsüber Dunkelflaute. Da hat sich fast kein einziges Windrad gedreht. Diese 3 Atomkraftwerke, die wir jetzt momentan noch haben, haben mehr Energie gebracht als alle 30.000 Windkraftanlagen. Also ich glaube, wenn wir uns jetzt wirklich mit diesen Erfahrungen spornstreichs weiterhin in diese Energiewende hineinbegeben, 2045 komplett CO2-neutral zu wirtschaften, fürchte ich, dass wir das Risiko haben, einer
Deindustrialisierung entgegenzulaufen. Und Sie haben selbst gesagt, das Angebot muss erweitert werden. Deshalb finde ich, man müsste auch wirklich reden über Atomkraftwerke, vielleicht sogar über Fracking. Und dieser eingängige Weg, der scheint mir wirklich nicht mehr alternativlos zu sein, hin zu 100% erneuerbaren Energien. Ich glaube, dieser Winter zeigt es. Vielleicht zeigt es der nächste Winter sogar noch schlimmer. Mehr Strom sparen. Also, Herr Schrader, sagen Sie uns, wie es geht. Haben Sie ein paar Tricks auf Lager, was man machen sollte und was auf keinen Fall? Der Stecker beim Fernseher raus und rein, der Teekocher oder irgendetwas. Wenden Sie da was an? Das Einfachste ist wirklich, sich seine abschaltbare Leiste anzuschaffen. Also bei mir zu Hause, Waschmaschine, kann ich am Stecker abschalten, damit die nicht bloßweise rumsteht, Strom verbraucht. Genauso Fernseher, also überall einfach abschalten, abschalten, abschalten. Das sind diese langen Dinger, wo man den Knopf hat. Genau, wo ein Schalter dran ist. Die gibt es in einfach oder in lang, sage ich einfach die Dinger und sich dran gewöhnen, zack, ausmachen. Bei mir gibt es nichts auf Standby oder so, also kann man einfach eine ganze Menge machen. Die einfachste Sache ist wirklich auch daran zu denken, ich brauche eigentlich nur in dem Raum, wo ich bin, Licht. Und wie viele Leute müssen unbedingt immer ihre ganze Häuser erleuchten? Aber jetzt schlagen Sie uns nicht noch den Waschlappen vor, statt den Duschen. Es gibt ja tolle Sisalschwämme, die würden der Haut gut tun. Also kann man sie auch noch massieren. Nehmen Sie keinen herkömmlichen Waschlappen. Ich glaube, da wird viel hochgezaubert, was eigentlich nicht da ist. Ich frage mich dann vielmehr, warum eigentlich für ganz viele Dinge Stromgeräte gekauft werden, die vielleicht gar nicht gebraucht werden. Sie sagen auch, wir sollen uns Geräte kaufen, die lange halten. Problem ist nur, die halten oft gar nicht mehr so lange. Und da sind wir schon mittendrin in Ihrem Thema, Ihre Kamera. Ja, wir haben jetzt Weihnachten vor uns und alle laufen in die Regale rein. Und was macht der Handel? Er stellt uns Produkte rein, von denen wir nicht mehr wissen, wie lange die eigentlich halten werden. Da muss man ja schon bald Angst haben, dass die meisten Weihnachtsgeschenke nächstes Jahr schon wieder kaputt sind. Und wie kommt es? Die meisten Produkte werden eben heute so gebaut, dass sie maximal die Gewährleistungszeit überstehen, also 2 Jahre. Viele gehen schon vorher kaputt, bei vielen gibt es schon vorher gar keine Ersatzteile mehr. Murks im Regal. Und da wünsche ich mir eigentlich dann doch eher, dass der Handel endlich mal dafür sorgt, dass wir wieder sorglos einkaufen gehen können. Heute muss man ja sozusagen eine Detektei gründen, bevor man in ein Weihnachtsgeschäft rein möchte. Nicht, um eben zu finden, ja bitte, welche Produkte sind das, die ich hier noch kaufen kann, wo nachher meine Kinder zu mir kommen und sagen, was hast du mir da für einen Murks geschenkt? Nee, ist schon wieder kaputt gegangen. Ich habe mal meiner Tochter, die wollte unbedingt haben, Schuhe aus dem billigsten Laden in Berlin überhaupt. Ja, nach drei Wochen kam sie schon wieder an und sagte, ja, hat nicht gehalten, die geht dann nie wieder einkaufen. Nicht? Also wir sollten einfach beim Einkaufen darauf achten, Haltbarkeit, wie macht man das? Ich habe heute gelesen, 40% der Menschen sind mittlerweile einverstanden, sich etwas Gebrauchtes zu Weihnachten schenken zu lassen. Das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Es gibt heute neuwertige Dinge, die man sich online kaufen kann, auf Gebrauchtbörsen, eBay etc., was es da alles gibt. Das heißt, wir haben für uns selbst die Möglichkeit, vielleicht einfach mal neu nachzudenken. Das Schönste wäre, finde ich, angesichts der Einsamkeit, die sich an vielen Orten breit macht, die Gesprächsbedürfnisse, die da sind, die Krisen, den Druck, der auf uns lastet, der da ist. Das Wichtigste ist, wir schenken einander mal wieder Zeit, reden über die Dinge. Und der Handel sollte endlich dafür sorgen, dass er seine Regale aufräumt, denn geplante Obsoleszenz hat dort nichts zu suchen. Das klingt, wenn ich das höre, fast für mich wie nach Betrug. Ich gehe jetzt völlig naiv in den Laden und denke, das, was ich kaufe, das wird ja wohl halten. Früher hat ein Auto 1 Million Kilometer geschafft, gibt's heute einfach nicht mehr. Würden Sie selbst von Betrug sprechen? Es gibt Betrug, es gibt Vorsatz. Was ich viel schlimmer finde, ist es Blödheit. Ja, ich bin ja nun selber Diplom-Betriebswirt, komme aus dem Konzernbereich, bin selber Beschaffer gewesen etc. Man kann ungefähr 80% der Konsumgüter ohne Mehrkosten mit dreifacher Haltbarkeit herstellen. Das heißt doch vom Marketing her, tolle Sache, ich sage dem einen, mach mal haltbarer, dann können wir ja noch mal ein bisschen was draufschlagen, bitte nicht gierig sein. Das heißt, ich könnte in der Summe nachher mehr Grenzertrag, nennen wir das, machen, obwohl wir kaum Grenzkosten haben. Ne? Wenig reinstecken, ein bisschen draufschlagen, die Dinge halten länger. Wir haben Ressourcenprobleme heute in den Unternehmen. Das sehen wir ja durch Corona schon, immer weniger Produkte, Waren, Stoffe kommen zu uns nach Europa. Wenn die Dinge länger halten, haben wir weniger Sorgen, weil es einfach länger da ist. Das ist wirtschaftlich sinnvoll, das ist für den Konsumenten, das ist für die Umweltschutz, das ist für alles Mögliche sinnvoll. Nicht? Und dann muss man wirklich sagen, geplante Obsoleszenz, also das mutwillige Kurzlebigkeit einbauen, ist schlicht einfach blöd. Vorhin scheinten Sie so zufrieden mit der Politik. Jetzt aber muss man sagen, da kommt schon ganz schön Kritik auch hoch. Neben Ihnen sitzt jemand aus der Politik. Sie begleiten dieses Thema seit, glaube ich, 20 Jahren. Nein, 10 Jahren jetzt. 10 Jahren.
Ich mache heute alle älter hier in dieser Sendung. Also, Sarah, du bist doch... Scheut ja nichts. Mucks, nein, danke, als Verein war wirksam, als wäre es 20 Jahre tätig gewesen. Aber viel wichtiger ist ja, in Frankreich gibt es schon Gesetze. In Deutschland ist geplante Obsoleszenzalter immer noch erlaubt. In fast ganz Europa ist geplante Obsoleszenz immer noch erlaubt. In Italien ist Apple schon verurteilt worden wegen geplanter Obsoleszenz. Also hier muss was passieren. Also wir haben vor der Sendung gesprochen und ich kann das nicht sagen, weil ich in dem Bereich nicht tätig bin. Ich bin ja im Wirtschafts- und nicht im Umweltbereich, wo das dann angesiedelt ist. Ich weiß aber, dass es sowas wie ein Recht auf Reparatur schon in Schweden gibt, dass die Europäische Union auch entsprechende Pläne verfasst hat. Also es gibt einen Diskussionsprozess und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir das nicht wollen, aber ich kann nicht sagen, wo der Stand ist. Aber da könnten Sie sich ja mal connecten, denn sicherlich haben Sie ja auch Interesse daran, dass Geräte lange halten, dass man nicht die ganze Zeit neue... Sie haben schon Kärtchen ausgeschaut. Ich bin heute Morgen aufgewacht und mein 2 Jahre altes Handy ist nicht mehr angesprungen und dann bin ich zu einem Reparierladen gefahren und der hat es mir wieder aufgemacht. Es ist gut, dass es die Reparierladen gibt, aber dass ein Handy nach 2 Jahren dann einfach nicht mehr funktioniert, ist halt auch wieder so ein Problem. In Berlin treffen sich Menschen, machen gemeinsam Dinge heile in Repair-Cafés, 42 Repair-Cafés, 1600 ungefähr in Deutschland schon. In ganz Europa hat sich das ausgebreitet. Ja? Ich habe vor kurzem gesehen, wie ein Junge seinem Vater auf den Kopf gehauen hat, weil er gehört hat, Mensch, du hättest mir Löten beibringen können, dann kann ich mal wieder was. Also Lötkolben zu Weihnachten schenken, Top-Geschenk. Ja? Das ist der Zauberstab der heutigen Zeit. Muss ich mal gucken, ob ich mich darüber rasend freuen würde. Aber ich gebe Ihnen total recht, Secondhand, da bin ich mit dabei. Ja. Und bei Produkten draufschauen, sind sie verklebt, stehen lassen? Ja, verklebte Produkte, den Verkäufer fragen, wie mache ich das eigentlich auf? Da gibt es Stabmixer, die sind komplett verklebt. Wenn der kaputt geht, das sind Einwegprodukte. Da geben sie also 40 Euro für einen Stabmixer aus, den können sie am Schluss nach 2 Jahren wegschmeißen, weil der ist nicht mehr reparierbar, ist auch gruselig. Das ist wirklich gruselig. Ja, und anschauen, einfach mal hingucken nach dem Motto, die Gelenke, der kommt der Alkohol, also alles, was sich irgendwie nur bewegen könnte in der Nutzungszeit, anschauen, wenn das klapprig aussieht, stehen lassen. Aber viel wichtiger, mal den Chef herrufen und sagen Sie mal, warum stellen Sie Murks ins Regal, ich gehe bei Ihnen bald nicht mehr einkaufen. Also Augen auf, es war ein schwieriges Jahr und wir wollen uns ganz herzlich bedanken. Es war ein Jahr der Krisen, es war ein Jahr der schönen Momente. Wir wünschen Ihnen hier von unserem gesamten Vierteldach-8-Team ganz frohe Weihnachten. Genießen Sie diese Feiertage. Wir machen eine ganz kurze Pause und wir sehen uns dann wieder am 10. Januar. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an diese Runde, an meine Gäste und Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.